faszinierende Welt des 3D-Druckers. Wie aus dem Nichts entstehen Gegenstände. Jugendliche aus der Region hatten die Möglichkeit, diese Welt beim Jugendevent Technik, Sport und Rhetorik etwas näher kennenzulernen. Die Veranstaltung ist in Kooperation des HSC Coburg mit dem Forschungs- und Anwendungszentrum für digitale Zukunftstechnologien, kurz FATS, aus Lichtenfels entstanden. Wir haben das vor einigen Monaten vorgestellt und heute ist der erste Praxis-Workshop, wo 14 Jugendliche hier aus der Region, aus Lichtenfels, vom Tennisclub, vom Fußballverein, vom FADZ selbst und vom HSC Coburg zusammengekommen sind und heute ein buntes Mix an sportlichen Elementen, an 3D-Technologie-Sessions und heute Nachmittag im Bereich, der ja auch ganz wichtig ist, nämlich im Bereich der Rhetorik, erleben. Und das ist, denke ich, ein recht lebendiges Programm und so nutzen wir den Sonntag, um den Jugendlichen ja, ein bisschen was mit auf den Weg zu geben. Frank Herzog vom FATS sieht im 3D-Druck eine ganz wichtige Rolle für unsere Zukunft. Vor allem im Bereich der Medizin, der Raumfahrt sowie auch in den Herausforderungen mit dem Klimawandel ist diese Technologie wichtiger denn je, da gewisse Teile individueller, kostengünstiger und schneller hergestellt werden könnten. Da waren keine Abfälle dabei und das hat mich total fasziniert, sodass ich mir gedacht habe, weil ich an mich weiß. Und umso wichtiger ist, dass wir diese Technologie, diese gestalterischen Freiheiten schon bei den Kindern vorstellen, damit sie dann, wenn sie in die Welt gehen, auch wissen, es gibt so eine Technologie und wenn sie dann Teile oder Produkte gestalten vielleicht, dass sie wissen, es gibt eine Technologie, mit der man Dinge wesentlich leistungsfähiger und leichter machen kann. Was wird heute passieren? Es gibt heute drei Workshops, hätte ich jetzt fast gesagt. Aber so in der Richtung. Dass Rhetorik mehr als nur eine Vortragstechnik ist, zeigt Oliver Groß vom Rhetorikhaus. Der Rhetoriktrainer findet es wichtig, schon Kinder und Jugendliche an das Thema heranzuführen. Rhetorik stärke die Ausdrucksweise und den Charakter eines Menschen. Rhetorik wird ja leider sehr oft nur als Vortragstechnik verstanden und ich möchte zeigen, dass Rhetorik mehr ist als nur eine Rede halten. Und ich werde mit den jungen Leuten über zwei Themen reden, nämlich einmal über die 5 Erfolgsfaktoren wie Haltung, Blickkontakt, Mimik, Gestik, Stimme. Und ich möchte Ihnen eine Struktur, eine sehr einfache Struktur an die Hand geben, damit Sie in Zukunft sehr schnell etwas auf den Punkt bringen können. Mit der Veranstaltung Technik, Sport und Rhetorik wird Jugendlichen ein abwechslungsreiches Programm geboten, das auf die persönliche Weiterentwicklung abzielt. Auch in Zukunft soll es laut Geschäftsführer Gorg noch weitere Veranstaltungen geben.